Das könnte das Paradies sein. Zumindest für Autofreaks. Und so muss es sich anhören. Infernalischer Sound aus einem kraftstrotzenden V8-Motor, 4,7 Liter. Ein Ford Mustang Cabrio Baujahr 68, 194 PS. Ein Kfz aus einer Reihe amerikanischer Autos, aber kein Fahrzeug für jeden Tag. Und trotzdem gibt es Gründe, gerade diese Fahrzeuge zu lieben. Zum einen sind es ja, sag ich mal, Klassiker, die Fahrzeuge, die so an alte Zeiten so ein bisschen erinnern. So, ja, zwar nicht die Anfänge des Automobils, aber so einen mittleren Zeitraum, der viele Muscle Cars, die wir haben. Aus dem Zeitraum 60er Jahre, 70er Jahre, der Sound der Fahrzeuge auf jeden Fall. Ne, bei dem Fahrzeug gehört an den schönen V8-Sound. Und ja, das Dahincruisen macht Spaß, viel Drehmoment. Wenn man Gas gibt, ist auch ein bisschen Leistung da. Frank Slopianka beschäftigt sich schon viele Jahre mit ganz speziellen PKWs. Nicht aus reinem Hobby oder als besondere Form der Geldanlage, obwohl Slopianka aus dem Finanzsektor kommt. Seine Passion ist eine andere. Ja, wir importieren die Fahrzeuge im Auftrag. Das heißt, sie kommen zu mir, sagen, wie hoch ist ihr Budget, welches Fahrzeug oder welche Fahrzeugklasse ist es, die sie haben möchten. Aus diesem Grund fliegt Slopianka 4 bis 5 Mal im Jahr in die Staaten, denn das Interesse an gepflegten US-Cars nimmt ständig zu. Dabei steht nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern man sollte eine solche Anschaffung auch durchaus als Wertanlage sehen. So empfehlen wir es halt auch unseren Kunden nachher, wer so ein Fahrzeug kauft, soll es halt zum sehen, also als Spaß natürlich, dass man mit einer Wertanlage durch die Gegend fahren kann, Spaß hat, aber gleichzeitig auch wirklich eine Wertanlage hat, wenn man das Fahrzeug irgendwann verkaufen will oder vielleicht verkaufen muss, weil sich die Lebensumstände ändern, dann bekommt man halt in der Regel mehr Geld für das Fahrzeug, als man mal dafür ausgegeben hat. Einen soliden Wertanstieg verspricht auch diese Corvette. Das garagengepflegte Fahrzeug aus dem sonnigen Kalifornien war 42 Jahre im Erstbesitz, ehe es den Weg nach Deutschland antrat. Also erstens ein Corvette C3 Stingray, Baujahr 68, sogenanntes Chrommodell. Anders als die späteren Modelle, wo viel noch mehr Plastik verbaut wurde, sind hier also noch Chromstoßstangen dran. Der Motor ist ein 327 Kubikinch, in Amerika spricht man immer von Kubikinch, sind 5,3 Liter. Wenn die Fahrzeuge produziert wurden, in der Regel sind immer farbige Luftfilter vorne drauf. Hier ist jetzt eine andere Ansaugbrücke drauf von Edelbrock und ein Edelbrock Vergaser. Das ist ein großer Vergaserhersteller mit mehr Leistung. Überhaupt zeichnen sich die US-Cars der 60er und 70er Jahre durch ein enormes Leistungsvermögen aus, wie dieser Buick, ein gepflegter Wagen mit sagenhaften 250 PS unter der gigantischen Haube. Es ist die Historie, die dieses Fahrzeug zu einem echten Sammlerstück macht. Ja, 1964 hat ein Mann seiner Frau den Wagen zum Geburtstag geschenkt. Zwischenzeitlich, das war Anfang dieses Jahres, ist die Frau schon 86 Jahre alt gewesen. Der Mann ist im letzten Jahr verstorben. Die Frau hat den Wagen also auch so in Ehren gehalten. Es ist wirklich alles gepflegt worden. Wir haben den originalen Kaufvertrag von dem Fahrzeug, alle Unterlagen. So ein Fahrzeug ist schon eine Seltenheit. Und es spricht für Special Cars Berlin, dass dieser Buick nicht nur einfach angeboten wird, sondern dass dieses Fahrzeug ausschließlich an einen ausgesuchten Liebhaber verkauft werden soll. Frank Slopianka importiert die Fahrzeuge aus den Staaten und immer wenn eine neue Lieferung angekündigt ist, erleben er und seine Mitarbeiter einen ganz besonderen Tag. Die Fahrzeuge werden genau in Augenschein genommen. Haben sie die weite Reise unbeschadet überstanden? Mehrere Wochen waren die PKWs Made in USA unterwegs, haben über 9000 Kilometer zurückgelegt auf dem Seeweg. Kilometer, die nicht auf dem Tacho erscheinen. Mit aller Sorgfalt werden die Autos entladen. Jedes Aufsetzen, jedes Anecken zieht Schäden nach sich, die in der hauseigenen Werkstatt repariert werden müssen. Ärgerlich, denn das kostet Zeit und Geld. Auf ein Auto waren die Mitarbeiter besonders gespannt, auf diesen Hot Rod.
So werden Fahrzeuge früherer Baujahre bezeichnet, die von überflüssigem Gewicht, zumeist von Motorhauben, Stoßstangen und Kotflügel befreit und mit einem starken Motor ausgestattet wurden. Auf der Basis eines 1924er Dodge Roadster wurde dieser Hot Rod umgebaut. Schon bald wird er auf der firmeneigenen Webseite stehen, denn dieser Hot Rod ist noch ebenso zu haben wie die beiden Dodge, die ebenfalls in Neuenhagen bei Berlin eintrafen. Wer mehr über diese edlen Fahrzeuge wissen möchte oder einmal mit ihnen fahren will, kann sich an Special Cars Berlin im Gewerbegebiet Neuenhagen wenden.